Guten Morgen, Kinder. Salut, Giselle. Salut, die Damen. Ihre Hammelkeule liegt schon hier. Sehr nett. Danke, Giselle. Schönen Tag noch. Oh, das trifft sich gut, Monsieur Balbuzard. Ja? Wir hätten da ein paar Fragen. Ich meine, zu diesem Foto fragt man sich ja schon einiges. Also, ich mache das gern, wenn es dem Dorf hilft. Mich stört dabei nur, dass wir so unter uns sind. Wir kennen uns doch alle. Würden Sie sich lieber vor Fremden ausziehen? Vor den Leuten aus Mortagne oder Remalat? Also echt, Madame Le Moulin. Wahrscheinlich wäre mir das weniger peinlich. Mir auch. Alle sind nackt und zwei Tage später sehen wir uns im Supermarkt. Ist doch seltsam. Ach, Madame Leclerc, wir gaffen uns doch nicht gegenseitig auf den Hintern. Wir nehmen an einem Kunstprojekt teil. Warum wollen die ausgerechnet unser Dorf? Wir sind doch nicht die Schönsten hier. Natürlich sind wir die Schönsten. Mit den schönsten Hintern der Welt. Und die zeigen wir an der ganzen Welt. Der ganzen Welt? Sie sind verrückt, Herr Bürgermeister. Nein, ich bin nicht verrückt. Nur das Schicksal der Region hängt davon ab. Unser aller Schicksal. Und Giselle, was ist mit Ihnen? Sie machen doch mit, oder? Schön, wie Sie sind. Auf jeden Fall. Nein, nett von Ihnen. Aber da geniere ich mich. Wir können uns doch nicht ohne unsere Miss Calvados fotografieren lassen. Aber ihr wisst doch, die Zeiten sind lange vorbei. Monsieur Roger, sagen Sie Ihrer Frau, dass sie mit aufs Foto muss. Also ich halte nichts von diesem Foto. Ich bin absolut dagegen. Erst sollen sich unsere Frauen nackt machen. Und als nächstes? Ausziehen kann man sich, wenn man jung ist. Aber später gehört es sich nicht. Aber trotzdem, Sie sind unsere hübscheste Blüte. Das wissen Sie auch. Ist so. Doch. Wir schuften 15 Stunden am Tag und jeden Monat wird das Fleisch noch billiger. Herr Gott, ich bin der Bürgermeister. Auf diese Art verrecken wir allmählich. What the fuck is going on? Balbü, hier will einer durchfahren. Er sagt, er ist Amerikaner. Ist er so bekannt, Ihr Newman? Der Fotograf? Er ist ein Star. Bonjour. Guten Tag. Dauert nur 2 Sekunden. He gives the baby. Also der Kuh. Ah. Mr. Newman will die Dorfbewohner fragen, ob sie im Model stehen würden. Ganz unbekleidet. Naked. Damit meinen Sie nackt? Die Blockade bringt nichts. Wir brauchen härtere Mittel. Wir sind schon blank. Da müssen wir uns nicht noch ausziehen. Gießen wir Milch auf die Autobahn? Nein. Ich meine nur, wir müssen uns einfach was anderes einfallen lassen. Etwas, das die Leute wachrüttelt. Hängen wir uns eben auf? Wir stellen uns splitternackt auf eine Wiese. Das ganze Dorf, splitternackt. Wir setzen alles auf das Foto. Das tun Sie nicht kurz im Regionalprogramm ab. Das wird ein echter Knaller. Und in 10 Tagen, stehen alle auf der Wiese. Kein Amerikaner betritt meinen Boden. Zeigst du deinen Schwanz? Hör zu, Maurice, wir sind im Krieg. Ich habe aber keine Lust dazu. Und ich habe nichts zu verstecken. Monsieur Balbuzard, wir haben Sie nicht gewählt, damit Sie das ganze Dorf ausziehen. Und Giselle, was ist mit Ihnen? Sie machen doch mit, oder? Schön, wie Sie sind. Sollen sich unsere Frauen nackt machen? Wie weit sind Sie mit unseren Models? Ja, es gibt noch ein paar Widerstände. Bonjour. Ich bin sehr glücklich, dass ich machen darf ein Foto hier. Oh mein Gott! Die Bauern sind eine Plage für die Natur. Die sollten hier gar nicht leben dürfen. Ich sage es Ihnen ganz offen. Ich habe genug von der Normandie. Was habt ihr davon? Ihr hättet auf mich hören sollen. Ihr habt Balbuzard einfach hängen lassen. Wir haben nicht nachgedacht. Das ist alles. Ich hab nichts zu verstecken.